Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es darum, wie Markus Lanz und drei Gäste versuchen, Sarah Wagenknecht niederzuargumentieren und blöd aussehen zu lassen mit allen möglichen Tricks. Sarah Wagenknecht aber nervenstark bleibt und sich nicht aus dem Gleichgewicht bringen lässt. Sie aber aus meiner Sicht noch einige wichtige Dinge hätte sagen können, die sehr wichtig gewesen wären. Außerdem geht es darum, wie Markus Lanz und die großen Medien generell durch ihr Handeln maßgeblich dafür verantwortlich sind, dass es diesen Krieg überhaupt gibt, dass also jetzt überhaupt Menschen sterben. Im Folgenden ein paar Ausschnitte, danach ein paar Worte dazu. Also Frau Wagenknechts Welt ist ja immer recht einfach. Das ist auch okay, das ist auch ihre Marke, aber so ist es. Putin gut, Amerika böse, also Unternehmen böse. Jetzt sind sie irgendwie im Niveau, also unterhalb der Oberfläche. Zum Beispiel die Bundestagsabgeordnete Dardelen, die erzählt, der Westen, Boris Johnson, die Briten hätten den Ukrainern verboten, Frieden zu schließen. Ja, Boris Johnson hat öffentlich gesagt, an die Adresse von Zelensky, in Frage, ob es in Butscha Kriegsverbrechen gab. Entschuldigung, also, das ist doch das unverantwortlich. Ist doch wirklich absurd. Ich habe Annalena Baerbock als Außenministerin in Butscha gesehen, wie sie genau den richtigen Satz gesprochen hat, gesagt hat, diese Opfer, das könnten auch wir sein. Also sie hat die Emotionen getroffen. Mhm. Und natürlich waren die Grünen die Ersten, die Waffenlieferungen gefordert haben und die ganz, ganz klar waren. Ich habe es nicht verstanden, wie der Bundeskanzler es immer noch nicht geschafft hat, nach Kiew zu kommen. Darf die Ukraine diesen Krieg nicht verlieren oder sollte sie ihn gewinnen? Ja, die Frage ist, was soll heißen, sie gewinnt ihn? Soll das heißen, die Russen ziehen sich komplett aus allem zurück, von der Krim, aus dem Donbass, von überall? Wäre das nicht das Beste? Frage. Das kann man durchaus so sehen. Das Problem ist realpolitisch. Wie sehen Sie das? Sie? Ich halte das nicht für realistisch. Ich sehe, dass Russland eine Atommacht ist. Aber würden Sie es richtig finden, wenn die Russen sich von der Krim und aus der Ostukraine Donbass zurückziehen würden? Also Bündnisfreiheit und Neutralität. Und ich bin mir ganz sicher, dass dieser ganze Konflikt nicht... Und dass Putin angefangen hat und Russland angefangen hat, seit Jahren jetzt schon die Ukraine Schritt für Schritt anzugreifen und zu annektieren, ist so desaströs. Es ist humanitär desaströs. Es zeigt die Natur der Bedrohung durch Putin. Und es ist desaströs für die Sache von Freiheit und Völkerrecht und zum Beispiel für eine sichere Welt, was Atomwaffen angeht. Wenn wir das tolerieren, in welche abschüssige Bahn geraten wir auf dieser Welt? Ich wünschte mir, all die jetzt diesen Krieg so wortreich verurteilen, hätten mit gleicher Intensität und mit gleicher Moralität auch den Irakkrieg, den Afghanistankrieg, den Libyenkrieg, all die Kriege mitverurteilt, die früher geführt wurden und wo vor allem die USA und ihre Verbündeten die Kriegführenden waren. Also ich finde diese Kriege alle verbrecherisch. Das heißt, es wäre richtig, dass sich die Russen von der Krim und aus der Ostukraine zurückziehen? Es ist überhaupt keine Frage, ob ich das richtig finde. Nee, doch, die Frage Die Frage ist, worauf man politisch orientiert. Und ich sage, wenn man jetzt darauf orientiert, dass der Krieg erst dann endet, wenn das passiert, nee, das heißt, auf eine Eskalation hinzusteuern, weil die Russen sich mindestens von der Krim definitiv nicht zurückziehen werden, ohne alle militärischen Optionen ausgereizt Ihrer zu haben. Meinung nach. Die Ukraine ist ein souveräner Staat. Sie entscheidet sich, ein Assoziierungsabkommen mit der Europäischen Union auszuhandeln und der damalige Präsident möchte das nicht unterzeichnen. Da ist die Bevölkerung auf die Straße gegangen und hat sich sehr klar positioniert für eine Annäherung an die Europäische Union. In Reaktion darauf ist Russland einmarschiert, erstmal verdeckt, hat die Krim annektiert. Ich habe den Präsidenten interviewt, nur wenige Tage nachdem Butscha passiert ist. Nur wenige Tage nachdem er dort war in dieser Straße. Es war wirklich das Schlimmste, glaube ich, was ich als Kriegsreporter gesehen habe. Will verhandeln, aber nicht unter Putins Bedingungen. Was gerade passiert, Frau Wagenknecht, ist, dass dort illegale Referenden abgehalten werden. In Cherson, in den Städten, die von den Russen eingenommen wurden. Man will jetzt Fakten schaffen, um die Ukraine unter Druck zu setzen. Ja, aber objektiv ist es doch so, dass zurzeit eben nicht verhandelt wird. Und ja, ich glaube, so sehr lange waren sie gar nicht. Mehrere Tage haben da Unterhändler... Dann passierte Butscha, Frau Wagenknecht, das wissen Sie auch. Ja, aber ich meine, die waren so weit und es war tatsächlich so, also dass man den Status quo, wenn man das, also was man in der Presse lesen konnte, also der Status quo vor dem Krieg plus ein Angebot der Ukrainer, auf die NATO-Ambitionen zu verzichten, Neutralität. Und da wurde in der Presse berichtet, dass man sich dadurch sehr, sehr nahe gekommen war und dass das im Grunde kurz vor einem Waffenstillstand war.
Frauen, ja, als wäre das Kinder, normal, dass das in jedem Krieg passiert. Das stimmt eben nicht, ja, dass solche Dinge wie in Butscha in jedem Krieg passieren. Aber jetzt können Sie doch nicht bestreiten. Ich meine, das ist ja nun belegbar in Afghanistan, im Irak, dass da Kriegsverbrechen begangen wurden. Es ist nur in dem Falle so, zum Beispiel einer, der mit solche Kriegsverbrechen aufgedeckt hat, Julian Assange, der sitzt im Knast. Der wird also nicht irgendwie gefeiert dafür. Aber da reden wir ja wirklich noch über ganz andere Dimensionen. Aber zwei Dinge muss man sagen. Erstens, dieser Krieg ist nicht irgendwie passiert, sondern es war ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg von Putin, weil er der Ukraine die Existenz abspricht. In Butscha passiert ist, sind Kriegsverbrechen. Und die Vorstellung zu haben, man könnte der Ukraine sagen, sie sollen da jetzt mal verhandeln, während ihre Bevölkerung massakriert, vergewaltigt und hingerichtet wird, die halte ich für abstrus. Wirklich abstrus. Butscha ist natürlich der Ausdruck dessen, dass alles, was da an Verhandlungen passiert ist, doch ein Diktatfrieden zu Putins Bedingungen wären. Und das ist der Ukraine natürlich nicht zuzumuten. Wenn wir das zulassen, dass Putin definiert, was seine, wenn wir überhaupt eine Welt wieder zulassen mit so Einflusssphären von großen Mächten, und Putin definiert, welche das sind, in welche Welt kommen wir da? Er lässt schon in seinem Propagandafernsehen offen darüber reden, dass man als nächstes Polen und das Baltikum angreifen könnte. Wenn wir das jetzt nicht stoppen, dann landen wir im Desaster. Dann kann es auch keinen Frieden geben. Ja, aber wie wollen Sie stoppen? Und eine wichtige Sache gehört dazu. In diesen Tagen hat Wladimir Putin behauptet, die ukrainische Armee habe diese Kriegsverbrechen begangen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wie soll man trotz Satellitenbildern, trotz Reportern wie mir, die vor Ort waren und mit unzähligen Augenzeugen gesprochen haben, trotz all dieser Beweise, also wie soll man in dieser Situation dann einfach zur Tagesordnung übergehen? Ja, dass Boris Johnson gesagt hat, dieser Krieg ist ein langer und er muss weitergehen. Das halte ich, also man hat das Boris Johnson nicht so gesagt. Es steht ja der Vorwurf im Raum, dass sozusagen der Westen, speziell die Briten, aber auch die Amerikaner, ein Interesse daran haben, diesen Krieg weiter fortzusetzen, weil man daran prächtig verdient. Was sagen Ihnen denn Ihre Quellen in Washington dazu? Die sagen, dass sie überhaupt kein Interesse daran haben, dass dieser Krieg weitergeht. Insofern ist dieser Krieg im Moment oberste Priorität der Amerikaner. Aber mit einer Ausdehnung des Krieges ist meiner Ansicht nach überhaupt kein strategisches Interesse verbunden. Was Frau Wagenknecht, was Sie machen, ist so ein Weltbild zu füttern, sehr deutlich, wo sie reden ganz viel über Washington, wo das Problem die bösen Amerikaner sind. Und es gibt in diesem Krieg und in der Ursache dieses Konflikts nur einen Täter. Es ist Wladimir Putin. Es ist nicht Joe Biden. Und das darf man auch nicht anders darstellen oder anders insinuieren. Die Ukraine hätte über dieses gesamte Territorium ihre Souveränität behalten. Und es ging darum, einen Sonderstatus im Donbass und bei der Krim, das sollte über 15 Jahre weiterverhandelt werden, ansonsten aber ein Waffenstillstand. Frau Wagenknecht, es ging auch um die Frage, wie viele Soldaten die Ukrainer zum Beispiel behalten sollen, dürfen. Also da ging es um eine Zahl von 40.000. Dann baut Wladimir Putin seine Armee, die momentan in einem desolaten Zustand ist, wieder neu auf. Und dann wird er in ein paar Jahren wieder Kiew angreifen. Und diesmal wird er dann vielleicht in Kiew Butscha veranstalten. Ja, und dann werden tausende Menschen verhandelt. Auf diesen Straßen hingerichtet, Frau Wagenknecht. Es wurden ja auch Sicherheitsgarantien verhandelt. Mein Problem ist, es gibt zurzeit keine Verhandlungen und es wird gar nicht erst versucht, auszuloten, wie man einen Kompromiss machen kann, weil man ihn zurzeit nicht möchte. Und das halte ich für zynisch, auch gerade den Menschen in der Ukraine gegenüber, weil die sterben jeden Tag. Dass er sich eine Trennung der transatlantischen Allianz wünscht. Ne? Er wollte mal was von Lissabon bis Vladivostok. All das meint er ernst. Und da wir das nicht wollen und nicht wollen können, muss hier jetzt ernst genommen werden. Worauf soll das hinauslaufen? Aber dieser Sound, mir geht es um diesen Sound. Es geht immer um dieses Gefühl, am Ende sind es eigentlich die Amerikaner, die wollen, dass der Putin da einmarschiert. Immer dieses Geraune über die anderen. Es geht nicht um Geraune. Whataboutism nennt man das. Das ist russische Propaganda, nichts anderes. Ah, das ist doch nun wirklich völliger Quatsch. Ja? Also was habe ich mit Russland oder mit der russischen Führung zu tun? Das weiß ich auch nicht. Sie sagten gerade völliger Mist, wenn ich sage russische Propaganda. Es ist exakt dieses Narrativ. Was Putin macht, ist schlimm, aber wir haben ihn quasi mit der Osterweiterung dazu gezwungen. Er hatte nicht quasi gezwungen, ganz kurz, aber wir haben den ausreden. Konflikt dadurch. Aber wir haben genau, wir haben den Konflikt damit befeuert. So, jetzt läuft dieser Krieg und jetzt ist es
erstaunlicherweise wieder der Westen, der gar kein Interesse daran hat, dass dieser Konflikt in irgendeiner Form endet. Und der neueste Spin von Ihnen und auch von Frau Dagdelen, der Name eben schon gefallen ist, ist genau der. In Istanbul war man so kurz davor, einen Friedensvertrag zu haben. Ja, das waren Presseberichte. Die bösen Amerikaner, Briten, wie auch immer, haben angesagt, das wollen wir so nicht. Das ist genau dieser Sound. Frau Schwarzer, wie geht's Ihnen, wenn Sie das hören? Teil russischer Propaganda ist immer, sich in die Opferrolle zu bringen und ein Narrativ zu entwickeln, dass man Bedrohungen sieht, dass man bedroht ist, auch wenn die gar nicht da sind. Also Wladimir Putin kann die Ukraine vor den Augen der Welt angreifen, kann tausende Menschen töten, Kriegsverbrechen begehen und es gibt immer noch eine beträchtliche Zahl von Deutschen, die sagen, naja, aber die Amerikaner. Gehe auf die Straße, viele, die auch dann über die Ukraine oder im Sinne der Ukraine sind, aber auch Leute, die dann auf mich zukommen und sagen, ihr Kriegstreiber. Und einen bepöbeln dafür, dass man berichtet. Und weil genau das einen Nährboden findet, was sie tun. Das sind Nazis und da waren auch Nazis. Aber das hat sich vollkommen gedreht. Das hat sich vollkommen verändert. Ich kenne selbst Menschen, die vor Künstler waren und die gesagt haben, wir wollen jetzt kämpfen, wir wollen Mariupol verteidigen. Also es ist nicht diese Propaganda, die Putin erfolgreich gesetzt hat damals und immer noch erfolgreich setzt, die entspricht nicht dem, was Azov heute ist. Das, was Sie dargestellt haben, ist eben nur die eine Seite der Wahrheit. Das ist das russische Agieren. Aber es gab eben auch ein Agieren auf der anderen Seite. Und dass zum Beispiel dieses Azov-Regiment auch im Donbass für Kriegsverbrechen verantwortlich war, das haben die damaligen OSZE-Beobachter dokumentiert. Also das sollte man nicht in Abrede stellen. Und das sind schon, die haben auch heute noch Nazi-Symbole. Der CIA-Chef in den USA, Herr Burns, der war früher mal Botschafter in Moskau, der hat ganz klar gesagt, dass diese Ausweitung der NATO und auch der Versuch, die Ukraine zu integrieren, eine völlig unnötige Provokation sei. Die USA haben dann ihre Strategie angepasst und sie haben Fakten geschaffen. Sie haben die ukrainischen Militärs, das ukrainische Militär in die NATO-Strukturen integriert, indem sie zum Beispiel im letzten Herbst, im September, ein Manöver der NATO mit den ukrainischen Streitkräften auf ukrainischem Territorium gemacht haben. Das Training der NATO entscheidend dazu beigetragen, dass sich die ukrainische Armee verteidigen konnte, Frau Wagenknecht. Ja. Putin sich 2014 entschieden hätte, das ganze Land zu erobern, dann hätte er es geschafft. Ja, aber warum hat er es damals nicht gemacht und warum macht er es jetzt? Doch offensichtlich, weil der Konflikt in der Zwischenzeit eskaliert vielleicht, ist. Vielleicht, weil er es jetzt kann oder glaubte zu können? Nee, er konnte es ja jetzt schlechter als damals. Wladimir Putin, Frau Schwarzer, korrigieren Sie mich, hat 2008 eine massive Armeereform durchgeführt. Hat diese russische Armee aufgerüstet, bis an die Zähne bewaffnet. Ich meine, Freiheit der Bündniswahl finde ich ein hehres Prinzip. Ich wünschte, dass das die Amerikaner auch akzeptieren würden. Die Salomonen ist eine kleine Inselgruppe im Südpazifik. Vielleicht haben Sie das noch nie gehört. Die wollen jetzt, was sie machen. Die wollen jetzt eine Militärstütze. Zum anderen. Ja, ich sage, dass Großmächte, Atommächte, alle leider nach einer ziemlich ähnlichen Logik ticken. Und die Salomonen, die Salomonen in allen Ehren. Ich war noch nie. Die USA, einer kleinen Inselgruppe im Südpazifik, mit Krieg drohen, weil die ein Militärbündnis mit China eingehen wollen, dann zeigt das, dass die USA ihren Einflussbereich offenbar noch sehr viel größer definieren als Russland. Ich finde es auch nicht okay, dass Russland seinen Einflussbereich über die eigenen Grenzen hinaus diskutiert. Sie wissen, wie sehr ob man das provoziert, dass immer mehr Konflikte existieren. Ich habe schon mal einen Riesenärger gekriegt, weil ich Sie unterbrochen habe, aber jetzt muss ich es. Aber das ist Whataboutism vom Allerfeinsten. Nein, das wäre es, wenn ich das eine mit dem anderen rechtfertigen würde. Und Sie sagen, die Salomonen. Nein, ich sage doch nicht, dass das eine dadurch besser wird, weil die anderen das machen. Ich sage, beides ist die gleiche Denke. Nein, aber noch mal. Nur, dass es bei Russland um die eigenen Grenzen geht. Okay, Frau Wagner, bitte. Auch in Mittelamerika. Glaubt man ernsthaft, dass jetzt Venezuela mal eben eine Freiheit der Bündniswahl hätte? Das gehört doch dazu. Wenn Sie sagen Freiheit der Bündniswahl, die Amerikaner würden das auch nicht akzeptieren. Russland führt einen imperialistischen Krieg. Russland möchte ein Land sich eingemeinden, eine Nation zerstören. Das ist tatsächlich eine große Gefahr, diese Debatte in diese Richtung zu drehen und immer wieder mit Halbsätzen, Halbwahrheiten, Schachtelsätzen zu kommen und zu sagen, aber die anderen. Ich kann Ihnen nur raten, fahren Sie mal mit mir in die Ukraine, kommen Sie mal mit, ich bringe Sie dort an die Front, in die Ostukraine und die Soldaten erzählen Ihnen mal, was die russischen Soldaten in diesem Moment wieder, wo wir hier sitzen, dort tun. Noch einen Punkt ganz kurz klarziehen. Das eine ist,
Wissen Sie, wenn wir heute Abend immer wieder dieses Narrativ verbreiten, da gibt es diese Provokation, die NATO rückt immer näher an den armen Putin ran. Sie jetzt rückt der Putin demnächst an die NATO ran, an Finnland und an Schweden. Wie ist die Linie von Markus Lanz und den großen Medien, nicht nur in dieser Sendung, sondern generell? Man muss sich vor Augen halten, nur in dieser Sendung ist Sarah Warnk nicht zu Gast. Normalerweise vertreten bei Markus Lanz alle Gäste die gleiche Meinung. Das heißt, es wird nur noch diskutiert, wann und wie schnell sollen die Waffenlieferungen kommen, wie kann man Russland am besten besiegen. Es wird dabei die permanente Gefahr in den Raum gestellt, dass Russland sich nicht nur auf die Ukraine beschränkt, sondern ganz Osteuropa einnehmen will und ja, ganz Europa mit Krieg überzieht. Um dem zu begegnen, muss man aus meiner Sicht noch weitergehend argumentieren als Sarah Wagenknecht. Es ist so, dass die großen Medien permanent von einem russischen Angriffskrieg sprechen. Bei jeder Bildüberschrift bei den großen Medien steht immer oben drüber russischer Angriffskrieg. Das ist dafür gedacht, dass es sich in den Köpfen verankert, dass die Leute gar nicht mehr darüber hinaus denken, dass was anderes möglich ist. Aber wenn man sich die Lage genauer anguckt, dann wird es umso fraglicher, ob es sich hier tatsächlich um einen Angriffskrieg handelt. Was unterscheidet Angriff von Verteidigung? Der Unterschied ist allein, wer den ersten Schuss abgegeben hat. Das heißt, wer hat zuerst angegriffen? Und auf den ersten Blick scheint es klar. Ja, natürlich, Russland ist in die Ukraine eingefallen. Sie haben einfach die Ukraine angegriffen. Das ist der Schlüssel für die ganze Medienpropaganda, Sanktionen gegen Russland auszusprechen, um Waffenlieferungen für die Ukraine zu befürworten. Bei genauem Hingucken wird aber deutlich, dass tatsächlich die ukrainische Regierung angefangen hat, anzugreifen. Und zwar nicht Russland, aber Russen in der Ukraine. Oder grundsätzlich Leute, die die Maidan-Regierungen seit 2014 nicht mittragen wollen und sich von dieser Ukraine abspalten wollen. Es ist jetzt entscheidend die Frage, wie viele Leute in der Ostukraine wollen sich tatsächlich von der Ukraine abspalten und einen eigenen Staat bilden. Weil anhand dieser Frage entscheidet sich, wer der Angreifer ist. Wenn tatsächlich die Mehrheit der Ostukraine einen eigenen Staat bilden wollen, mit dieser Ukraine nichts zu tun haben wollen, die Ukraine aber nicht aufhört damit, diese Leute zu bombardieren, Kriegsverbrechen zu begehen und sie um jeden Preis zurückzuholen, dann ist die ukrainische Regierung der Angreifer. Es gibt auch ein passendes Beispiel, den Kosovo, wo der Westen genauso argumentiert hat. Die Kosovo-Albaner, die Serben, sie sind nicht nett zu ihnen, sie sollen ihren eigenen Staat bilden. Die USA haben die UCK, eine Organisation, die systematisch serbische Polizisten angegriffen hat, unterstützt, im Bestreben, dass der Kosovo unabhängig ist. Nachfolgend wurde Serbien bombardiert, angeblich wegen Verbrechen an der Zivilbevölkerung im Kosovo. Ein Massaker, das in den Medien hochgehalten wurde hierzulande, um den Krieg gegen Serbien zu rechtfertigen, entpuppte sich nachher als Fälschung, als übertrieben, als nicht zutreffend. In der Ostukraine haben wir dieselbe Situation seit 8 Jahren, nur mit dem Unterschied, dass Verbrechen an der Zivilbevölkerung im großen Ausmaß systematisch durchgeführt von der ukrainischen Regierung dokumentiert sind und von vielen Zeugenaussagen bestätigt werden. Zudem ist es so, dass die Bevölkerung der Ostukraine, die vorwiegend Russisch als Muttersprache spricht, Russisch als Amtssprache aberkannt worden ist und eine föderale Struktur wie in Deutschland von der ukrainischen Regierung abgelehnt wird. Also man sagen kann, dass die ostukrainische Bevölkerung systematisch brüskiert wurde und stigmatisiert wurde und angegriffen wurde. Dass die Kriegsverbrechen an der Zivilbevölkerung in der Ostukraine kein Unfall sind, dass das nicht vereinzelte Schläge von rechtsextremen Gruppierungen sind, sondern dass es ein systematisches Vorgehen ist, geplant von der ukrainischen Regierung, zeigt sich durch diesen O-Ton von Petro Poroschenko, der hier in den westlichen Medien überhaupt nicht verbreitet wurde. Тому що у нас робота буде, у них немає. У нас пенсії будуть, у них немає. У нас піклування під дітей, під людей, під пенсіонерів, під дітей буде, у них немає. У нас діти підуть до школи, до дитячих садків. У них вони будуть сидіти в підвалах. Бо вони нічого не вміють робити. І так, і саме так ми виграємо цю війну. Und stellt sich hier die Frage, wieso traut sich Petro Poroschenko sowas öffentlich zu sagen? Wenn das transportiert würde, dann würde sich die ukrainische Regierung sämtliche Sympathien im Westen verspielen. Die ukrainische Regierung stände unmöglich da und es würde keine Hilfe mehr aus dem Westen geben und auch keine Unterstützung mehr. Das ist aber genau ausgeblieben. Seit 8 Jahren wird so etwas nicht transportiert, wurden die Kriegsverbrechen in der Ostukraine von der ukrainischen Regierung systematisch nicht transportiert. Dazu gehören auch generell geschichtliche Hintergründe aus der Region. Es in den Talkshows immer nur darum ging, wie schnell können Sanktionen verhängt werden, wie schlimm und gefährlich ist Putin, aber die Leute nicht informiert wurden darüber, wie die Situation in der Ukraine ist. Dass die Ukraine ein Vielvölkerstaat ist, mit einem hohen Anteil russischer Muttersprachler im Osten, die vor allen Dingen 2010 in der letzten rechtmäßigen Wahl Janukowitsch gewählt haben, die dann während dem Maidan-Putsch fliehen musste. Das heißt, die Westukrainer haben sozusagen den Ostukrainern ihren Präsidenten gestohlen. So kann man es vereinfacht ausdrücken.
Stattdessen wird in den großen Medien der Eindruck vermittelt, die Ukraine sei ein relativ homogenes Gebilde. Und dass in der Ostukraine eigene Republiken ausgerufen wurden, das sei allein Putin. Das sei allein der Einfluss von Russland. Und die Ukrainer wollten das gar nicht. Es wird auch immer von einer Annexion der Krim gesprochen. Und auch hier ist es gefährlich, das einfach so zu übernehmen. Weil hier nicht einmal mehr westliche Medien anzweifeln, dass die Mehrheit der Leute auf der Krim zu Russland wollen. Nun es zudem 2014 fürchterliche O-Töne gegeben hat, wenn die Krim nicht bei der Ukraine bleibt, dann würde sie entvölkert. Wenn man sich tiefergehend damit beschäftigt, dann stellt sich heraus, dass es eigentlich undenkbar ist, bei der Krim sowieso, aber auch bei der Ostukraine, dass sie wieder in diese Ukraine zurückkehrt. Also diese jetzige Ukraine, unter den jetzt herrschenden Voraussetzungen. In Anbetracht der ganzen Kriegsverbrechen, die begangen wurden und die hier verschwiegen wurden. Es gab in den letzten 8 Jahren Waffenstillstandsabkommen. In diesem Waffenstillstandsabkommen wurde vorgeschlagen, dass die ganze Ukraine neutral bleibt, nicht in die NATO geht, es eine Wiedervereinigung gibt mit den abspenstigen Republiken, in den dortigen Regionen Russisch als zweite Amtssprache erlaubt wird und es eine föderale Struktur gibt. Dass diese Möglichkeit des Friedens und der Rückkehr zur ukrainischen Einheit von der ukrainischen Regierung systematisch ausgeschlagen wurde und vom Westen systematisch ausgeschlagen wurde, das wurde hier in den großen Medien auch nicht transportiert. Petro Poroschenko hat diesen O-Ton geliefert mit den Kriegsverbrechen. Nicht trotz der USA, sondern wahrscheinlich genau, weil das von den USA, von den einflussreichen Leuten, die die Maidan-Revolution gefördert haben, weil das von diesen Leuten gewünscht ist. Weil es ist schwer vorstellbar, dass wenn die USA das missbilligen würden, dass Leute der Regierung, die die USA geplant haben im Voraus, wie in einem abgehörten Telefonat deutlich wurde, dass diese Leute sich trauen würden, öffentlich Dinge zu sagen, die dem Willen der USA nicht entsprechen. I think we're in play. The Klitschko piece is obviously the complicated electron here. So I don't think Klitsch should go into the government. I don't think it's necessary. I don't think it's a good idea. Yeah, I mean, I guess you think what in terms of him not going into the government, just let him sort of stay out and do his political homework and stuff. I think Yats is the guy who's got the economic experience, the governing experience. He's the guy, you know, what he needs is Klitsch and Tony Book on the outside. He needs to be talking to them 4 times a week, you know. I just think Klitsch going in, he's going to be at that level working for Yatsenyuk. It's just not going to work. Yeah, no, I think that's right. Okay. So that would be great, I think, to help glue this thing and have the UN help glue it and, you know, fuck the EU. Weil natürlich klar ist, ohne die Rückendeckung der USA haben sie keine Chance. Es würden ganz viele Gelder wegfallen und der mediale Druck wäre groß. Aber wir sehen ja genau das ist ausgeblieben. Es gab keinen medialen Druck, die Gelder sind geflossen. Trotz oder genau wegen des Vorgehens der ukrainischen Regierung seit 2014. Und hier wird aus meiner Sicht deutlich, dass es sehr wahrscheinlich so ist, dass die USA die ukrainische Regierung regelrecht angestiftet hat, so zu handeln, wie sie es getan haben. Das heißt, sie wollten den Bürgerkrieg. Wenn man dies alles sieht, dann wird offensichtlich, dass nicht Russland zuerst angegriffen hat, sondern die ukrainische Regierung hat zuerst angegriffen. Und die Leute in der Ostukraine haben Russland zu Hilfe gerufen. Und es ist nicht so, dass es einfach ein Eingreifen Russlands ist, sondern dass die Leute in der Ostukraine, die aus eigenem Willen heraus eigene Staaten bilden wollten, Russland zu Hilfe gerufen haben. Es ist natürlich so, wir wissen nicht genau, wie viele Leute in der Ostukraine wollen einen eigenen Staat, wollen diese eigenständigen Volksrepubliken, wie viele wollen das nicht. Aber es gibt eben sehr viele Hinweise darauf, dass eine große Anzahl von Leuten das wollen, eben weil sie von der ukrainischen Regierung so brüskiert worden sind, stigmatisiert und Kriegsverbrechen begangen worden sind. Die großen Medien Markus Lanz machen es sich zur Aufgabe, genau das auszuschweigen. Und leider war es hier in der Sendung so gewesen, dass Sarah Wagenknecht es wahrscheinlich nicht gewusst hat und sie deshalb nichts dazu gesagt hat. Und das aber ganz wichtig gewesen wäre. Weil wenn das bekannt ist, wird natürlich sofort deutlich, Russland hat nicht zwangsläufig vor, ganz Osteuropa zu erobern. Sondern hier ist es so, dass Russland dieser Krieg regelrecht aufgedrängt wurde. Weil Russland hat natürlich auch kein Interesse daran, die wirtschaftlichen Beziehungen zu Westeuropa zu verschlechtern. Sie haben das Interesse einer guten wirtschaftlichen Zusammenarbeit. Ein geostrategisches Interesse daran, dass Russland und der Rest Europas zerstritten sind. Dieses geostrategische Interesse wird allein in den USA formuliert. The real interest of the United States, over which for a century we have fought wars, the first, second Cold War, has been the relationship between Germany and Russia, because united they are the only force that could threaten us, and to make sure that that doesn't happen. The United States is prepared to create a cordon sanitaire around Russia. Russia knows it.
Russia believes that the United States intends to break the Russian Federation. I think that, as Peter Lorre put it, we don't want to kill you, we just want to hurt you a little bit. We do have the ability to, first, support various contending powers so they concentrate in themselves with political support, some economic support, military support, advisors. Britain didn't occupy India. It took various Indian states and turned them against each other and provided some British officers for an Indian army. The Romans did not send vast armies out there. It placed kings. The table for the Russians is, will they retain a buffer zone that's at least neutral? Or will the West penetrate so far in the Ukraine that they're 70 miles away from Stalingrad and 300 miles away from Moscow? For Russia, the status of Ukraine is an existential threat. And the Russians cannot let go. Wir sitzen natürlich nicht in der US-Regierung. Wir können jetzt nicht genau sagen, was diese Leute wollen. Aber es ist George Friedman zu danken, dass er geäußert hat, was dort auch gedacht wird. Also was bestimmt bekannte Gedanken sind in den USA. Und das Handeln der US-Regierung deutet auch eindeutig darauf hin, dass die Gedanken von George Friedman, dass sie tatsächlich umgesetzt werden. Es hat sich gezeigt, dass die Öffentlich-Rechtlichen, dass sie ein reines Desinformationsmedium sind. Dass es sich überhaupt nicht lohnt, sich über sie zu informieren. Dass man nur getäuscht wird. Das beste Beispiel ist Butscha. Es gibt ganz eindeutige Hinweise darauf, dass Russland an den Kriegsverbrechen in Butscha nicht beteiligt sein kann. Es wird aber einfach weiter behauptet, mehrfach in der Sendung. Paul Ronsheimer vom Bild konnte es nicht oft genug wiederholen. Es ist jetzt so, man könnte natürlich sagen, okay, wir haben jetzt die und die Hinweise, dass die Russen nicht gewesen sind. Aus den und den Gründen waren sie es doch. Sind die Gründe nicht zutreffend? Aber die schlagenden Argumente dafür, dass Russland es nicht gewesen sein kann, dass die Russen Butscha zu früh verlassen haben, die ganze Widersprüchlichkeit mit dem Bürgermeister, der freudestrahlend durch die Stadt geht und in den Leichen Streumunition gefunden wurde, die unmöglich von den Russen verwendet werden konnte, wenn sie die Stadt eingenommen haben, sondern würden sie andere Munition verwenden, weil mit Streumunition die eigenen Soldaten gefährdet würden. Es also überhaupt keinen Sinn ergibt. Vielmehr sieht es so aus, dass Butscha geplant und gestellt war, im Einklang mit den großen Medien. Und es ist auch nicht das erste Mal, dass so eine Fälschung verbreitet wurde. Wir erinnern uns an die Massenvernichtungswaffen im Irak, aber auch das Massaker im Kosovo, das den Kriegseinsatz in Serbien ausgelöst hat. 1898 explodierte ein Schiff der USA, wodurch der Krieg gegen Spanien begründet wurde. 2001 wurde der Krieg gegen den Terror mit 9/11 begründet, wobei der 2004 vorgestellte Commission Report nicht aufklärt, warum WTC-7 eingestürzt ist, im freien Fall, obwohl kein Flugzeug hineingeflogen ist. Die Commission Reports zeigten vielmehr, dass die US-Regierung log und was zu verbergen hatte und man deshalb davon ausgehen muss, dass der 9/11-Vorgang dazu da war, um den Krieg in Afghanistan und andere Angriffskriege zu begründen, um ein Kriegsabo zu haben im Nahen Osten, um die Ölreserven zu sichern. Wobei hier der Hintergrund war, dass die maximale Ölförderung überschritten wurde, 2006. Und man also große geostrategische Interessen an den Ölreserven hatte. Weil es so ist, dass man natürlich als Zivilbevölkerung man E-Autos fahren kann, aber dass ohne Öl das Militär vollkommen stillsteht. Und das Militär ist im Endeffekt die Macht. Wer das Öl hat, der hat die vollkommene Macht über die Welt. Das wird aber hier der Zivilbevölkerung auch nicht erklärt, sondern der Zivilbevölkerung hier wird erklärt, es geht um Menschenrechte, um Demokratie. Auffällig in der Sendung war auch, dass diese geostrategischen Dinge systematisch vernebelt wurden. Und es wurde von Markus Lanz als dumm hingestellt, einfach geframed, dass die USA ja im Ukraine-Konflikt dahinter stecken könnten. Das wurde so als dumme Idee, als Gerede abgetan. Sinn dahinter ist, dass wenn Zuschauer mit anderen Leuten diskutieren, der Zuschauer sofort negativ eingenommen ist und sich sagt, ja, das ist dieses Gerede, dass die USA dahinter stecken, das ist Blödsinn. Das habe ich ja bei Markus Lanz gelernt. Der hat mir das ja erklärt. Wobei es die Leute bei Markus Lanz in Wahrheit gar nicht erklärt haben, sondern sie haben es einfach geframed, ohne jede Erklärung. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt, was ich vergessen habe, was euch sonst so einfällt. Macht's gut.